Wir heißen dich recht herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Lukas 18, Vers 27, da steht: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Hast du mit deinen Problemen auch schon auf Menschen vertraut? Menschen haben Grenzen, Gott nicht. Vertraue ihm deshalb alle deine Probleme an. Ja, und heute, weil wir Gott vertrauen können und es dir sagen möchten, darum Hoffnung um 12, heute für dich. Wir wollen dich ermutigen. Heute das Thema, bist du empfangsbereit? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Bist du empfangsbereit? Ich möchte kurze Begebenheit sagen. Ich bin so ein bisschen technisch begeistert und habe in meiner Jugend ein Funkgerät gebaut, habe einen Bausatz gekauft und hatte viele, viele Einzelteile, die ich zusammengelötet habe, zusammengebaut habe. Und ich habe dann am Schluss ein Funkgerät gehabt. Und da setzt man einen Quarz ein, der eine bestimmte Frequenz hat, die man empfangen und auch senden kann. Und ich habe diese eingesetzt und das war genau dieselbe, wie mein Freund hatte. Und ich konnte mich mit ihm unterhalten. Wir hatten gerade frisch den Führerschein, sind hintereinander hergefahren und haben gefunkt wie die Großen miteinander. Ja, empfangsbereit zu sein. Was wir aber nicht empfangen haben, ist Mittelwelle, UKW, Kurzwelle, weil dieser Quarz mit der Frequenz nicht auf die Frequenz eingestellt war. Und das ist auch genauso in unserem Leben. Welchen Quarz haben wir? Was haben wir in unserem Herzen? Welche Einstellung haben wir? Eine andere Einstellung, vielleicht Esoterik, vielleicht da ein bisschen, dort ein bisschen. Oder haben wir wirklich die Einstellung, wo wir die Empfangsbereitschaft wirklich von Gott haben? Heutzutage sind viele, die haben mehr, nicht ein Quarz, sondern ein Satellitenempfänger. Da kannst du 500.000 Programme empfangen, die sind alle erreichbar. Und du kannst wählen, ja, also sonntags nehme ich den christlichen Kanal und christliche Sendung, montags mache ich das, Dienstag mache ich das und so weiter. Ich sage dir, du hast die Wahl, für was du empfänglich bist. Suche dir den richtigen Kanal heraus. Er ist der Kanal, es ist der Kanal mit dem lebendigen Gott. Danke, Herr. Herr, dass du immer in empfangsbereit bist für uns. Herr, lass uns auch empfangsbereit sein für dich, Herr. Herr, lass uns wirklich die ganzen Experimente mit den ganzen irdischen Hilfen eigentlich auf die Seite legen und lass uns eine Perspektive zu dir haben, Herr, von dem alle Hilfe kommt. Ich danke dir dafür, Herr, lass unser Herz wirklich auf dich getuned sein, Herr, dass wir wirklich klar und deutlich deine Stimme hören. Und danke, Herr, für jeden, der sich dafür entscheidet. Amen. Amen. Und viele Menschen schreiben uns ihr Gebetsanliegen, doch wir können hier nicht alle vorlesen. Und ich möchte heute für alle beten, die wir hier nicht vorlesen können oder nicht vorgelesen haben. Es sind so viele eingegangen und so viele verschiedene und wir möchten einfach heute auch dafür beten, für diese Menschen alle. Und ich möchte ein paar nennen. Das war Versöhnung, Knochenprobleme, Berufsunfall mit Brüchen, Unfall mit Koma, Kalkstücke in Gelenke, Krebs, Leberkrebs, Metastasen, jede Art von Krankheit, Familienprobleme, Eltern, Kinder, Enkel, Ängste und Entmutigung und vieles mehr. Und Jesus, ich möchte dir jetzt all diese Menschen bringen, die sich an dich gewandt haben mit ihren Sorgen, mit ihren Anliegen, mit ihren Krankheiten, mit ihren Situationen und Problemen und Herausforderungen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jede einzelne Person kennst und dass du eingreifst bei jeder Schwierigkeit, bei jeder Krankheit. Und wir danken dir einfach, dass diese Menschen auch deine Hilfe erfahren. Und wir können hier nicht alle nennen, aber
aber du kennst jeden Einzelnen und du weißt um jedes Problem. Und wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass du niemand vergisst, dass du ein Gott bist, der hilft und dass du ein Gott bist, der sieht und der hört. Und wir danken dir dafür, dass du die Gebete erhörst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen schreibt uns eine Frau. Meine linke Nackenmuskulatur ist bis zur Hüfte verspannt durch einen fibromyalgischen Schub. Die Bandscheiben sind nicht mehr vorhanden und auch mein Darm ist entzündet und ich bin nur noch erschöpft. Und Jesus, du kennst diese Frau und ich danke dir, dass du ihr eine Rundum-Erneuerung schenkst. Du siehst die Wirbelsäule und die Muskulatur und den Darm und alles, was damit zusammenhängt, auch die Erschöpfung. Und Jesus, ich danke dir, dass du sie rundum erneuerst. Danke, dass dein Heilungsstrom fließt und dass du eingreifst, dass du wiederherstellst, was kaputt ist. Und dass du ein Gott bist, der hilft und heilt. Und wir danken dir dafür, für jede Berührung. Amen. Amen. Wenn du Gebetsunterstützung brauchst, dann lass es uns wissen. Schreibe uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Fürbitte für den Enkel eines Freundes. Ein junger Mann, 21 Jahre alt, hat ein schnell wachsendes Sarkom in der Blase, liegt im Krankenhaus und bekommt täglich 2 Chemotherapien. Sein Zustand ist beängstigend. Bitte betet für ihn. Ich vertraue Gott. Auch er glaubt an das Gebet. Es wäre die einzige Rettung. Ja, oftmals gibt es nur noch die einzige Rettung, aber was wir wissen, die einzige Rettung hat die Kraft und die Möglichkeit zu helfen und zu heilen. Danke, Herr, dass wir genau das dir zuwenden dürfen. Herr, danke, Herr, du siehst hier die große Not von diesem jungen Mann und ich danke dir dafür, Herr. Durchflute du, Herr, seinen ganzen Körper, die Blase mit deiner Heilungskraft in wunderbarer Weise. Herr, Vater im Himmel, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen für Wiederherstellung einer Corona-Erkrankung ging bei uns ein. Ich bitte um Gebetsunterstützung und bitte Gott um Heilung von Corona und völlige Wiederherstellung. Mögen Schwäche und Husten weichen und jede Verspannung im Körper weggehen. Ja, und da dürfen sich auch alle einklinken, die Ähnliches haben, Long-Covid oder was man auch dazu sagt. Danke, Herr, oh Herr, danke. Alles, was diese Krankheit zerstört hat oder irgendwelche chronischen Leiden hervorgerufen hat, Herr, danke, Herr, dass wir im Namen Jesu das zurückfordern dürfen von dem, was der Feind geklaut hat, was Krankheit bedeutet. Wir rufen Gesundheit aus, wir rufen neue Kraft aus, neue Vitalität, Neues in einer Art und Weise, Herr, wie wir es noch nie gesehen haben. Herr, begegne du bitte diesen Menschen mit Neuem. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir freuen uns über die vielen Gebetserhörungen, die wir wieder bekommen haben. Und er schreibt uns jemand, Kraft des Gebetes verspürt nach Kopfverletzung, schreibt diese Frau. Vielen Dank für Ihre Fürbitte. Ich war gestürzt und hatte mich am Kopf verletzt. Ich machte mir große Sorgen, da ich bei einem früheren Sturz am Kopf ein Blutgerinnsel bekam und operiert werden musste. Nun ist alles gut gegangen. Ich habe die Kraft Ihres Gebetes gespürt. Ja, Gebet hat wirklich Kraft. Große Freude über eine neue Wohnung, berichtet da jemand. Mit Freude kann ich euch berichten, dass ich auf den 1. Februar eine Wohnung bekommen habe. Der Mietpreis ist mehr als in Ordnung und die Wohnung befindet sich in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, Gott erhört Gebet. Und aus der Schweiz kommt dieses Zeugnis von einer Enkeltochter. Vor einiger Zeit bat ich euch um Gebet für meine Enkeltochter, die ein Loch in einer Vorhofkammer am Herzen hatte. Bei der Untersuchung beim Kardiologen, jetzt war das Loch am Zuwachsen und es wurden keine Geräusche am Herzen gehört. Wie wunderbar.
Danke, liebes Gebetsteam, für eure Gebetsunterstützung und danke, Jesus, für dein Eingreifen. Wie schön ist das doch! Und ein Mann hat Wunderbares zu berichten von einem Freund. In der Gebetsnacht habt ihr für unseren Freund gebetet, der viele Gesundheitsprobleme hatte. Manisch-depressiv, Schlaganfall, Corona. Über Monate war er verwirrt und zuletzt nicht mehr ansprechbar. Man hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Das traf aber Gott sei Dank nicht ein. Seit 2 Wochen geht es aufwärts. Er kann wieder fast normal sprechen und sogar alleine telefonieren. Das ist ein Wunder und wir danken Gott für diese erfreuliche Entwicklung und euch für die Gebetsunterstützung. Ja, Gebet hat Kraft und Gott tut Wunder. Ja, genau. Gebet hat Kraft und wir freuen uns über jede Gebetserhörung, die wir erfahren und auch mitgeteilt bekommen. Oftmals bekommen wir sie nach Jahren erst mitgeteilt oder wenn man mal wieder jemand sieht, ich sag dir, schreib's uns, wir würden uns riesig freuen. Ja, wir hatten es vom Empfangen, empfangsbereit als Empfänger zu sein und vielleicht musst du ein bisschen mal ein Rädchen drehen, wer noch die alten Radios kennt. Da musste man immer drehen und dann war es so verschwommen und man hat schon den nächsten Sender ein Stück gehört und dann musste man ein bisschen zurückdrehen, bis es klar wurde. Vielleicht ist das die Botschaft für dich heute, dass du wieder ein Stück klarer drehst, dass die Verbindung wieder richtig klar ist und all das Nebensächliche du auf die Seite legst und sagst, ich brauche eine klare Verbindung zu meinem Herrn. Schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und unser neues Magazin ist da. Lass es dir zuschicken, wenn du es noch nicht hast. Es ist völlig kostenlos. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.